Feiern gehen darf niemand. Also feiern gehen, also ist nicht angemessen. Zunächst einmal wissen wir nicht, ob diejenigen, die geimpft sind, nicht. Feiern gehen darf niemand. Also feiern gehen. Feiern gehen darf niemand. Also feiern gehen. Also ist nicht angemessen. Feiern gehen darf niemand. Also feiern gehen. Feiern gehen darf niemand. Also feiern gehen. Also ist nicht angemessen. Feiern gehen. Feiern gehen darf niemand. Feiern gehen darf niemand. Feiern gehen darf niemand, also feiern gehen, also ist nicht angemessen. Es wird unter anderem ja auch vorkommen, das ist einfach mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit verbunden, dass auch Menschen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung versterben werden. Und dann ist es natürlich extrem wichtig herauszufinden, ob der Grund die Impfung war oder eben eine andere zugrunde liegende Krankheit. Dass ich ein Grundrecht habe, feiern gehen, zu einer bestimmten Veranstaltung zu gehen oder nicht, feiern gehen, das entscheidet immer der Veranstalter. Feiern gehen darf niemand, also feiern gehen, also ist nicht angemessen. Zunächst einmal wissen wir nicht, ob diejenigen, die geimpft sind, sich auch noch infizieren können, vielleicht sogar ansteckend sind. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Feiern gehen darf niemand, also feiern gehen.